So, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Bee Sensation. Und heute geht es, wie ihr schon seht, um Futterzargen. Vorteile von dieser und ganz wichtig, das ist die richtige. Also bleibt dran, Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Ganz wichtig. Heute geht es, wie schon gesagt, um Futterzargen. Wir haben ja aktuell dieses Fabrikat. Ist eine Kunststofffutterzarge, sehr labil, ohne irgendwelche Geschichten hier drin, also ohne irgendwelche Stabilisation. Weder hier, noch hier, noch irgendwo anders. Und der Knackpunkt ist bei den Kunststofffutterzargen, wenn man hier das Futter reinmacht, egal ob das jetzt ja, Api-Invert ist oder irgendwas anderes, was die Bienchen jetzt zu der Zeit brauchen. Wir haben September und ja, wir müssen die Bienchen auffüttern und wie gesagt, also wenn man hier das Futter reinmacht, bläht es extrem auf und das ist definitiv suboptimal und keine Kletterhilfe. Das war jetzt erstmal das Problemchen bei der Kunststofffutterwabe und wirklich schwer zu finden, das sind jetzt unsere neuen Futterzargen. Futterzargen aus Holz gibt es ohne Ende, aber meistens ohne Kletterhilfe und das ist halt wirklich das Schöne an dieser. Die Bienchen können quasi hier drinnen ihr Futter, also hier ist dann der Pegel, ne? Und die können dann hier schön das Futter wegnaschen und eintragen. Und logischerweise können sie dann hier auch wieder rausklettern. Hier ist eine Aussparung, wie man sieht, da so. Ne? Und demzufolge funktioniert das. Also wir haben definitiv dann weniger Verlust an der Bienenmasse als mit der Kunststofffuttertasche. Ganz, ganz wichtig. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, die Futtertasche hat zwei Aufgaben. Einmal hat sie eine Futtertasche, wie jetzt hier zum Beispiel. Wenn hier das Volk ist, wenn hier dann quasi das Volk ist, können sie hier rein, können sie ihr Futter wegnaschen und eintragen. Und wenn man die Futtertasche dann umdreht, ganz wichtig, wenn man so macht, fungiert die quasi als Sheet. Ne? Also die Bienchen werden dann definitiv hier nichts mehr eintragen. Und die Futtertasche ist dann quasi ein Sheet. Und demzufolge hat sie zwei Aufgaben in ein und dann ist das einmal frei. Und das Gute ist noch, hier können sie, also die kommen hier nicht dazwischen, keine Chance. Man hört es ja, die kommen hier nicht dazwischen. Wir haben wirklich eine lange Zeit gesucht nach der Futtertasche und ich habe unten mal einen Link übrigens reingemacht, ist kein Reflink zu dieser Futtertasche. Da könnt ihr sie quasi kriegen. Das gute Stückchen kostet 24,90 €. Das ist jetzt eine Doppelwabe quasi. Die gibt es noch als Einfachwabe und da habt ihr dann quasi mehr Platz drin. Und gleich vorweg, die gibt es leider nicht auf Amazon. Die gibt es wirklich fast ausschließlich nur bei den Imkerbedarf, wie ich unten in die Videobeschreibung reingeschrieben habe. Ja, es ist wirklich sehr schwer, die zu kriegen. Also wir haben echt eine Ewigkeit gesucht, um die zu bekommen. Wir werden die dann auf jeden Fall nochmal streichen. Ne? Die kriegt ihr mal eine Holzlasur und innen drin wird sie dann nochmal versiegelt mit Bienenwachs, damit sie auch 100% dicht ist. Die wird ausgegossen, dann wieder ausgeschüttet und das wird drei bis viermal gemacht, die ganze Chose. Und dann ist sie auch dicht und dann hält die auch dementsprechend. Wie gesagt, kann ich euch definitiv empfehlen und nicht wundern, in den nächsten Videos kommt die Futterzarge auf jeden Fall öfters hoch.